Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten. Herr, du Gott des Lebens, betroffen vor der Corona-Epidemie, kommen wir zu dir. Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist, und bitten um Heilung für alle Erkrankten. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. Jesus, wir vertrauen auf dich. Als vor langer Zeit die Pest bei uns ausbrach und die Leute starben täglich nach und nach, haben sie gelobet dann in ihrem großen Leid zu gehen, viele Kilometer weit. Haben sie gelobet dann in ihrem großen Leid zu gehen, viele Kilometer weit. Die Wallfahrt ging nach La Vent in dem Sonntagsgewand, den schön geschmückten wieder geführt von Bauernhand. Er wurde dann geopfert dort im Glauben an den Ort, die Pest zu besiegen immerfort. Er wurde dann geopfert dort im Glauben an den Ort, die Pest zu besiegen immerfort. Wir sollen einmal denken an die Zeit zurück und zufrieden sein und strahlen voller Glück. Zur Mutter Gottes ziehen wir heut mit diesem alten Brauch und bitten, dass sie uns segnet auch. Zur Mutter Gottes ziehen wir heut mit diesem alten Brauch und bitten, dass sie uns segnet auch.